Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Wehenblumen Armband machen könnt. Es ist diesmal solch eins und solche Knüppels da drauf. Und dafür benötigt ihr einen Wehenblumen, einen Haken, Gummibänder in euren beliebigen Farben. Ich zeige jetzt irgendwelche Gummibänder. Und natürlich noch einen C-Clip. Bevor wir mit dem Bespannen des Lumens beginnen, bitte achtet darauf, dass der rote Pfeil des Lumens von euch wegschaut. Dann nehmt ihr euer erstes Gummiband, das ist bei mir schwarz, spannt es von dort bis nach dort. Also vom ersten Stift in der mittleren Reihe bis zum ersten Stift in der linken Reihe. So, dann nehmt ihr wieder ein Gummiband, spannt es von dort bis nach dort. Also vom ersten Stift in der linken Reihe bis zum zweiten Stift der linken Reihe. Dann wieder. Das macht ihr jetzt bis zum vorletzten Stift in der Reihe. Bis zum vorletzten, nicht bis zum letzten. So, wenn ihr dann angekommen seid, nehmt ihr noch ein Gummiband und spannt es von dort bis nach dort. Also vom vorletzten Stift in der linken Reihe bis zum letzten Stift in der mittleren Reihe. Gehen wir wieder zurück zum Anfang. Nehmen wieder schwarz, spannen es von dort bis nach dort. Also vom mittleren Stift in der, vom ersten Stift in der mittleren Reihe bis zum ersten Stift in der rechten Reihe. Wieder von dort bis nach dort. Vom ersten Stift in der rechten Reihe bis zum zweiten Stift in der Reihe und wieder. Und das machen wir jetzt bis zum, wartet, ihr seht es nicht, vorletzten Stift in der Reihe, nicht bis zum letzten, bis zum vorletzten. Wenn ihr angekommen seid, nehmt ihr wieder ein Gummiband und spannt es von dort bis nach dort. Also vom vorletzten Stift in der rechten Reihe bis zum letzten Stift in der mittleren Reihe. So, dann geht ihr wieder zurück zum Anfang. So sollte das alles jetzt aussehen. Dann nehmen wir erstmal ein Gummiband in unserer beliebigen Farbe und wickeln es so herum, dass wir vier Ringe haben. Hier vier Ringe. Dann ziehe ich es drauf. Aber vorher, wenn ich es drauf ziehe, mache ich noch einmal die gleiche Farbe, wickle es herum, dass wir da vier Ringe haben. So, jetzt nehme ich ein Gummiband und ziehe diese Ringe alle auf das Gummiband drauf. Also mal diese vier Ringe und dann die anderen. So, dann diese. Dann habe ich sie hier drauf und spanne sie von dort bis nach dort, immer über zwei Stifte. Ich zeige das jetzt noch einmal. Nehme wieder zwei Gummibänder eurer beliebigen Farbe. Mache es wieder so rum, dass ich vier Ringe habe. Schiebe ich runter. So. Dann nehme ich wieder das Gummiband des Randes und ziehe sie drauf. So. So, und das gebe ich jetzt wieder über diese beiden Stifte. So, und das macht ihr jetzt bis zum Ende des Lumens. Immer über diese, diese, diese und so weiter. Bis ihr bei denen angekommen seid. Da macht ihr es auch nochmal drauf. So sieht das dann aus, wenn ihr alles fertig bespannt habt.
So, bevor ihr dann alles lumen könnt, nehmt ihr nochmal ein einzelnes schwarzes Gummiband, gibt es auf die Finger, dreht es zur Nacht und gibt es wieder zurück auf die Finger. So, dass ihr es jetzt auf den Fingern habt. Geben wir es auf den letzten Stift in der Reihe, in der mittleren. Jetzt zeige ich euch, wie er lumt. Er dreht so, dass der rote Pfeil des Lumes, der da, also ihr seht ihn jetzt gerade nicht, da zu uns zeigt. Jetzt nimmt ihr den Haken, fahrt hinein, drückt alle Gummibänder zur Seite, so, wartet. Nehmt dieses und lumt es von dort bis nach dort. Ist eigentlich egal, welche Reihe anfängt. Wieder zur Seite drücken, unten ran und lumen. Immer das davorliegende, jetzt das hier. Und das machen wir jetzt bis zum letzten Stift in der Reihe. Wenn ihr dann da angekommen seid, drückt ihr alles zur Seite und lumt dieses von dort bis nach dort. Müsst immer das eine Gummiband zur Seite. Ich komme einfach nicht ran. So. So, jetzt geht ihr wieder zurück zum Anfang. Lumen dieses Gummiband von dort bis nach dort. So. Drückt das zur Seite. Nimmt dieses von dort bis nach dort. Wieder zur Seite drücken, dieses von dort bis nach dort. Das macht ihr jetzt bis zum letzten Stift in der Reihe. Das letzte Gummiband habe ich einfach von dort bis nach dort gelumt. Stecke ich hier am letzten Stift alle, durch alle Gummibänder meinen Haken durch, achte darauf, dass es alles sind, ziehe ich ein Gummiband durch, gebe das, was wir auf dem Finger haben, wieder auf dem Haken und verbinde das mit einem Siegclip. So, jetzt können wir alles vom Loom abziehen. So sieht euer Armband aus. Wie ihr es verlängern könnt, habe ich in anderen Videos und in einem Special-Video schon öfters gezeigt. Viel Spaß beim Nachmachen!